Das Finanzministerium bleibt der Hauptsponsor der niederösterreichischen Rathauskassen. Von Jänner bis August 2024 haben Niederösterreichs Städte und Gemeinden mehr als 1,4 Milliarden Euro an Steuern aus der gemeinschaftlichen Bundesabgabe eingenommen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist das ein Anstieg um rund 50 Millionen Euro. Zurückzuführen ist das Plus vor allem auf die Zuwächse bei der Lohn-, Umsatz- und Kapitalertragssteuer.